Hallihallo, Horrorfreunde. Willkommen bei Dead Space mit mir, dem Gario. So, das hier ist Isaac, unser Charakter. nicht Gario. Wir haben das letzte Mal hier was freigesprengt, um, glaube ich, in die Krankenstation zu kommen oder so ähnlich. Ist schon wieder ewig hier, dass ich aufgenommen habe. Ging das jetzt gleich wieder? So? Nee. Moment. Oh Gott, diese Steuerung, ne? Was für ein Tab? Ah ja, genau. So, Inventar, Map. Genau. K, nein. Ah, Datenbank. Sehr schön. Und was war das letzte? J. Mission. Ah, herrlich. Ja. Was wollten wir jetzt? Rig des Captains. Die Leiche des Captains liegt unten in der Leichenhalle, vermutlich seit das Schiff komplett infiziert wurde. Nicole hat auf diesem Deck gearbeitet. Vielleicht finde ich etwas. Einen Beweis, dass sie noch lebt. Genau, okay. Also letztendlich, wir müssen jetzt in die Leichenhalle, um den Captain zu finden. So, sehr gut. Ich bin wieder auf Stand gebracht. Das heißt, ich kann... Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Ja. Das war jetzt überflüssig, die Information. Aber okay, weiter geht's. Ich bin wieder auf Stand gebracht. Sehr schön. Ihr auch, falls es länger her ist, falls ihr die letzte seitdem ihr die letzte Folge geguckt habt. So, hier ist ein Videolog. Okay. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Und das hoffen. Was zur Hölle ist denn das? Ich muss sagen, ich stelle mir mal so die DPI noch ein Stückchen höher. Weil ich muss sagen, ich spiele in letzter Zeit Titanfall und an meiner Maus ist ja ein DPI-Schalter. Und den stelle ich bei Titanfall immer auf Max. Eigentlich ist das für andere Spiele bzw. für normale fürs normale Arbeiten am PC nur bedingt geeignet. Fuck this ship. Sorry, we are full. Also die Geräusche hören sich auf jeden Fall schon mal sehr vertrauenserweckend an. Scheint auch so eine Art Lounge zu sein. Plasma-Energie, okay. Sehr gut. Muss ja sagen, ich habe letztens von einem Arbeitskollegen, der ist umgezogen und hat alte Spiele ausgemistet, habe ich wahnsinnig viele alte Spiele bekommen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht übersteuert beim Schreien. Habe ich wahnsinnig viele alte Spiele bekommen, um meinen Satz zu beenden. Und ich versuche die aktuell Stück für Stück zum Laufen zu bringen. Was mir nur teilweise gelingt. Aber teilweise sind echte Schätze dabei, muss man echt sagen. Ein paar habe ich schon zum Laufen gebracht. Also, nochmal danke, Olli, für die Spiele. Das sind echt alte Klassiker teilweise dabei. So Sachen von 1995 teilweise. Grafisch natürlich jetzt nicht mehr so ansehnlich. Aber trotzdem, hat mich trotzdem riesig gefreut. Zumal ich die ja teilweise überhaupt nicht kenne, ne? Sauerstoffstation, okay. Da ist ein Schrank. Da sind sogar zwei Schränke, die wir öffnen können. Das ist gut. Credits. Nochmal Plasma-Energie, okay.
Da vorne ist so ein Elektronikteil, das wir da wahrscheinlich irgendwo einsetzen müssen. Da vermute ich, ja. Okay. Ja, ich schaue mich immer in den Räumen ganz gern vorher mal um. Bevor ich dann letztlich die Entscheidung treffe, was ich mache und wann ich es wie mache. Das ist manchmal echt hilfreich. Da drüben liegt schon mal was. Schon wieder was? Das ist Munition, soweit ich das sehe. Genau, Stahlmunition. Das hätten wir jetzt auch beinahe übersehen. Wer ist das? Ist das unsere Nicole? Nein. Das ist irgendein männlicher. Männliche Leiche. Aber immerhin, es ist eine Leiche und es ist nicht unbedingt ein Zombie. Okay, ich nehme an, es gibt keine andere Möglichkeit als dieses Ding mit. Geht das gleich wieder mit. War F Stase oder C? War F. Ha, was bin ich gut. Aber keine Stase verschwendet. Okay. Also auf F war's. Zu eurer Information. Und jetzt einsetzen. Notaufnahme Flur A. Patientenbetten 1 bis 6. Okay. Genau, wir müssen auch da lang. Das ist gut. Dramatische Musik. Bleib mir vom Leib. So. Weiter geht's. Diese heruntergebrochenen Betten sind... Alter! Wirklich sehr vertrauenserweckend aus, wollte ich gerade sagen. Bleib liegen. Credits immerhin. Nachladen, nachladen! Hast du schon? Ach, Scheiße, haben wir überhaupt noch was? Der will nicht nachladen! Jetzt, okay. Puh. Vielleicht sollten wir mal die Waffe wechseln. 1, 2, 3. Alles ist auf 4, okay. Und da haben wir noch volle Munition. Sehr schön. Können wir irgendwie die Beine wegfetzen. Wir haben ja mit der Waffe sowieso noch keine so großen Erfahrungen. Hier steht ein Becher. Mhm. Schön auf Details geachtet. Fällt mir mal, wenn mir in Spielen auffällt. Okay, hier wurde tatsächlich auf Details geachtet. Hier auch Reagenzglashalter mit Reagenzgläsern drin. Schön. Umgestoßene Becher. Drüben liegt auch noch was. Halt. Ach du Scheiß. Alter. Meine Fresse. Okay, hier ist ein Audiolog. Das spielen wir uns dann gleich mal vor. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Der hat die Krankenschwester umgebracht und die lassen den trotzdem noch... Also letztendlich... irgendwie frei... Aber so wie es aussieht, war das schon nach der Info. Oh! Ach du Scheiße! Ist jetzt hoffentlich Ruhe. Das ist schön, ich habe mit dem Ding gleich zwei weggefetzt. Puh, naja. Ich muss ja sagen, es ist so ein... Oh,
Neugeborene. Alyssa Rose, Kai Chaitin, oder Yatin, Alyssa, Leonie, Jan Ansel, Jackson Thomas, Lukas, Zara James, Caitlin, Kai Joshua, Cody, Kyle, Tiana Faith, Jack William, Agatha, Marjorie. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, jetzt Englisch oder Deutsch. Sauerstoffstation. Warum sind hier überall Sauerstoffstationen? Ich gebe mir mal selbst Sauerstoff. Geht nicht. Okay. Damit hat sich das auch erledigt. Schon wieder eine männliche Leiche. Aber es ist immer noch nicht der Captain. Das heißt, wir müssen weiter. Weiter ins Ungewisse. Ei! Hey! Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Boah, es ist verstörend. Dead Space ist ein wahnsinnig gutes Horrorspiel. Es ist verstörend, es ist einschüchternd. Herrlich. Ein Textlog, okay. Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kine, T, Chief Science Officer, an Captain Matthias B. Benjamin. Ergänzend zu unserem vorausgegangenen Gespräch möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff um einen oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, ihn detailliert zu studieren, und ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ereignisse in der Kolonie ergibt. Doch ist das auch der Grund für meine Bitte? Was da unten passiert ist, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es ohne eine angemessene Untersuchung der Ursachen und Wirkungen zu beenden. Nach einer Besprechung mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Schiarello und Dr. Valent auf dem Planeten treffen und ihre Beobachtungen protokollieren. Terence. Okay. Der hat letztendlich das Ganze hinausgezögert. Was sicher nicht... Boah, wir speichern mal, wenn sich schon die Möglichkeit dazu ergibt. 3 Minuten geht allerdings die Folge noch. Keine Panik. So, herrlich. Leichenhalle. Öffnen bitte. The fuck? Was zur Hölle war das denn? Audiolog. Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Kine. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Valent hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Und so sind sie letztendlich aufs Schiff gelangt. Interessant. Okay. Vielleicht kommt ein Jumpscare. Es sieht sowas von einem Jumpscare aus. Ganz ernsthaft. Was ist das denn? Ah, ich sollte vielleicht genauer zielen, dann würde ich nur halb so viel Munition verschwenden. Was hattest du dabei? Nichts? Ernsthaft nichts? Scheiß Vieh. So.
Nicht mal Loot gibt's hier. Ich muss nach oben, oder? Ja, natürlich. Na schön. Dann betreten wir den Aufzug. Und nach oben geht es. So. Und was sich hinter dieser Tür befindet, ich weiß, eigentlich geht die Folge noch eine Minute, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge und was sich hinter dieser Tür befindet, sehen wir dann in der nächsten Folge. Dead Space. Bis dahin.